So Kinder, ich begrüße euch mal wieder recht herzlich zu einem neuen Video auf Slidermame und heute sind wir mal so ziemlich erstmal am letzten Video auf dem Kanal. Das wird jetzt hier kein, ich verabschiede mich von YouTube-Videos und im Gegenteil, im kompletten Gegenteil. Denn, ich freue mich übel, also, ich habe es, der Titel sagt vielleicht schon, es ist bestellt. Mehr sage ich dazu jetzt erstmal nee. Ich will erstmal ein bisschen was erzählen. Und zwar denn einfach, ja, ich bin, keine Ahnung, ich freue mich wie in Flitzebogen. Endlich geht's weiter mit bei uns hier. Ich kann, also ihr seht das hier so, wie es hier ist mit den Komponenten in meinem Computer zum letzten Mal. Ich mache jetzt so keine Let's Plays erstmal. Einfach nur, das ist jetzt erstmal ein Video, das ist, tut mir auch leid, wenn es dann erst in einer Woche, vielleicht sogar erst in 2 Wochen weitergeht. Ich weiß nicht, wie lange die da mit dem Versand brauchen. Auf jeden Fall freue ich mich riesig, dass ich jetzt endlich geschafft habe. Ey, Junge, jetzt kannst du, ich habe jetzt richtig, ihr wisst, vielleicht kennt ihr das, ihr habt so einen richtig alten PC und ihr kauft euch einen richtig neuen und der geht übel ab. Ihr könnt damit alles machen, was ihr immer machen wolltet. So fühle ich mich gerade. Und ja, ich muss jetzt nur noch auf die Teile warten, die ich mir bestellt habe und die dann in meinen Computer einbauen. Also alten Sachen raus, neue rein und konfigurieren. Das dauert, einen Tag, vielleicht. Wenn's gut kommt, kommt's am Freitag, ne, am Freitag schön, diese Woche. 5 Tage, ich hab's gestern Abend bestellt, Montagabend habe ich bestellt. Und steht drin, 5 Tage dauert so maximal. Ja, vielleicht, keine Ahnung, kommt's erst auch am Samstag. Und dann baue ich's am Samstag zusammen, hoffe ich, dass es soweit dann ist irgendwie. Weil ich will jetzt hier nie eigentlich, bin ich jetzt nie drauf, gepinkt, dass ich jetzt hier 2 Wochen auf mein Paket warte, ne? Also ich hoffe nicht, dass das so passiert, aber es, ja, genau. Gut, Freunde, das war es erstmal so vom Anfang her. Es geht jetzt noch weiter. Und zwar, ich gebe euch mal kurz einen kleinen Einblick, was ich denn überhaupt mir zuleg, weil das wisst ihr ja gar nicht. Also ihr wisst schon indirekt, aber was jetzt genau, welche Typen, was weiß ich. Ja, ich habe hier mal einfach mal meinen Warenkorb auf MinFactory aufgemacht und hier sind alle Dinge, die ich jetzt bestellt habe. Bestellt habe, so rum, nicht bestellt. Ach, komm, egal, lass es gut sein. Hier sind die ganzen Komponenten, die ich mir jetzt zuleg. Es ist kein Intel-Prozessor dabei und auch keine Nvidia-Grafikkarte. Denn einfach zu teuer für die Leistung. Ja, gut, wenn man einen Intel hat, einen Intel i7-497K, der kostet halt 350, aber der ist dann halt auch genauso gut wie mein 190 hier, ne, Euro-Prozessor, ungefähr. Und es ist einfach eine Geldfrage und ich sag mal so, mit AMD habe ich so viel, ich weiß nicht, also, keine Ahnung, es gibt Intel-Fans, es gibt Nvidia-Fans, es gibt AMD-Fans und ich bin AMD-Fan und ich werde wahrscheinlich auch nie ein Intel oder eine Nvidia, gut, eine Nvidia, vielleicht Grafikkarten ist jetzt nicht so, aber halt Prozessoren ist einfach der Knackpunkt bei mir und da sage ich AMD und zack. Kann natürlich dran liegen, dass ich meinen ersten PC war ein AMD-Prozessor drin, gut. Wer weiß, da ist dann halt mein Vater schuld, der mir den 2 Nacht gekauft hat. Aber lassen wir so im Raum stehen. Ist ja egal. Auf jeden Fall finde ich AMD cool. Und die haben einfach eine super Leistung für das Geld, was sie da verlangen. Die Technik ist jetzt ein bisschen wie bei einem, 10 Jahre alten Auto, sage ich mal. Aber übertrieben gesagt, aber es macht einfach das, was es eigentlich soll, übel krass gut und das ist einfach geil. So, wir gehen mal kurz durch. Wie gesagt, eine Samsung SSD, 250 GB Evo, 850 Evo, so rum. Ja, einfach damit das ganze System hier viel besser anzieht.
Ja, also ganz normal, 250 GB Samsung SSD. Hab ja auch schon das Tool zum Systemübertragung von meiner HDD, die ich jetzt drin habe, auf die SSD, habe ich schon alles geguckt im Internet, wie man macht und wie man tut. Ne, also ja. Gut, dann habe ich noch natürlich Prozessor und Grafikkarte, machen wir zum Schluss. Dann das Mainboard, ganz wichtig, da muss alles perfekt sein. Und das ist eigentlich so Preis-Leistung das Beste, was ich mir rausgesucht habe. Wie gesagt, ARM3 Plus Doppel muss es haben, wegen Prozessor, der hat auch ARM3 Plus, ne? Ja, 4 RAM-Bänke, ganz normal. Dann Grafikkarten-Slot, alles in Ordnung. Ja, zweimal USB 3.0 leider nur, aber damit komme ich zurecht. Da kommt einfach Maustastatur dran und der Rest, der ist jetzt sowieso nie so wichtig, sag ich mal. Nun, also, hübsches Ding. Wie gesagt, Asus Mainboard ist eigentlich gut. Asus steht für gute Qualität und für 70 € geht das klar. Ja, dann CPU-Kühler. Habe ich mir BeQuiet rausgesucht. Shadowrock 2 Tower Kühler. Wenn sich einige auskennen, werden jetzt ein paar sagen, warum denn kein Dark Rock Pro 3? Und warum? Ist einfach so, der Shadowrock 2, der ist kompakt, clean, hat 180 Watt TDP Kühlleistung, mein Prozessor hat 125, also ey, übertakten übelst Luft. Und ja, das Ding ist einfach, also 40 € für einen BeQuiet CPU-Kühler ist gut. Es gibt hier ein Video, vielleicht könnt ihr euch das mal angucken, ich tue euch die Komponenten einfach nochmal alle unten rein, so weißt in die Videobeschreibung, so. Dann könnt ihr euch das einmal angucken. Ich fand es eigentlich ein gutes Werbevideo und deshalb hat es mich auch ein bisschen überzeugt. So, dann Arbeitsspeicher. Warum denn nur 8 GB, Julian? Warum denn nur 8 GB? Weil einfach für 16 GB waren dann, also ihr seht hier 650 € alles zusammen, ich bin der Azubi, so viel Geld mache ich jetzt im Monat auch nicht. Und ich habe letzten Monat richtig viel zurückgesteckt, ne? Also ich habe vielleicht 10 € für Freizeit gehabt, den Rest habe ich gespart und dann halt an Haushalt abgegeben. Und da ich jetzt meine PS3 verkauft hat, nur für 125 €, ging das jetzt in den Monat. Und wenn es schlecht gekommen wäre, hätte ich noch einen Monat warten müssen. Also da wären wir jetzt nicht hier. Aber ja, G-Skill Arius, ja. Eigentlich, G-Skill macht eigentlich gute Arbeitsspeicher. Ich hätte natürlich auch Crucial Ballistic Sports nehmen können, aber die hätten nur 1600, nee, 2133 gehabt. Von daher. Ja, 8 GB für 50 € ist jetzt in Ordnung und mein Mainboard hat sowieso 4 RAM-Slots, also für 50 € kann ich, wenn ich die irgendwann habe, mal wieder die 8 GB dazu holen. Das ist kein Problem, das geht. So, kommen wir zum Herzstück erstmal, zum Prozessor. Ein AMD FX 8350 mit 8x4,0 GHz, 190 € und ein AMD FX 8350 ist eigentlich so ein bisschen mit das Flaggschiff von AMD. Es gibt dann noch den 9200 noch was, irgendwas, aber der ist auf jeden Fall der zweite Platz in der Reihe, den sie gerade zur Zeit so haben. Der ist jetzt eigentlich auch schon 3 Jahre alt insgesamt, aber da AMD jetzt nie so viel Prozessor-Dingens produziert, sage ich mal. Ja, ein 8350 ist eigentlich richtig geil und ich habe auch Videos gesehen gegenüber zum Intel i7 497K hat er nur 5 bis 15 maximal FPS weniger in den Top-Spielen Battlefield, Far Cry 4, was weiß ich, denn GTA 5 habe ich auch gesehen. Also, und er schafft locker auf Ultra in Battlefield 4 70, 80 FPS. Also, was willst du denn mehr? Und außerdem will ich ja gar nicht auf Ultra spielen, ne? Also, mir reicht Full HD und wenn da 100 FPS sind, ja gut, dann sind es halt nur 100 und nee, 4000 wie beim Intel. Aber, ja, Leute, das ist einfach die AMD-Liebe, ne? Man bekommt einen sehr guten Prozessor für wenig Geld. Ach, gut, ist halt so. So, und jetzt zum Grafikherzstück.
zur Grafikkarte und das ist nämlich eine Sapphire Radeon R9 380 Nitro mit 4 Gig und 220 € Sonderpreis, habe ich gleich zugegriffen, ne? Also ihr seht hier. Na. Ja, oh, Dicker. Mann. So sieht's aus. Ist eigentlich recht hübsch. Hat auch eine schöne matte Verkleidung, zwei Lüfter. Ja, HDMI-Display und DVI und boah, ist eigentlich ein sehr schönes Grafikkärtchen und ich sehe, das Video geht jetzt schon wieder 10 Minuten. Geil, der Julian quatscht einfach zu viel. Aber Leute, ihr müsst wissen, ich freue mich übel und schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Setup so findet. Ich finde es eigentlich so, wie es ist, gelungen. Wie gesagt, die Komponenten passen nur alle zusammen. Ich habe alles durchgeguckt in der Woche. Sockel, die RAM-Höhe, dass die unter den Lüfter passt. Es passt alles zusammen. Und macht euch aber keine Sorgen, wenn ihr könnt es selber kontrollieren, ist bewusst. Ja, also schreibt einfach mal unten rein, wie ihr das Setup so findet. Ob ihr ne, eher doch Intel genommen hättet oder lieber doch eine Nvidia-Grafikkarte. Wobei bei Nvidia das Problem besteht, dass wenn sie 4 Gig hat, nur 3,5 anliegen, weil der die 0,5 GB für die Arbeitsleistung, nenne ich es mal, drauf gehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es nennt, aber so ein Dreh. Und die R9 380 ist im Gegensatz zur 960, die sind auf demselben Level, ca. 25% Leistungsstärker und deshalb AMD. So Freunde, das war es eigentlich so erst mal. Ja, schön. Und wir sehen uns dann einfach im, ja, nee, das musst du jetzt eigentlich nie aufmachen. Wir sind hier im Let's Play, im Let's Play, ja. Und ja, also ich verabschiede mich auf jeden Fall an der Stelle, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in 1 bis 2 Wochen wieder, wenn es dann mit dem neuen Computer losgeht. Ich bin krass am Überlegen, ob ich ein V-Live-Review mache, also einfach mal zeige, was jetzt, wie es dann am Ende aussieht. Aber mal gucken. Und ja, dann verabschiede ich mich bei euch, wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns irgendwann in 2 Wochen. 1 bis 2 Wochen. Bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao. Nicht deabonnieren, es geht übel krass weiter. Ich habe so viel im Kasten. Alter, Jungs, ihr wisst gar nicht, wie ich die nächsten 2, 3 Monate durchzocken werde, Alter. Okay. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Slider-Memo.